Das lange Warten hat ein Ende, denn wir bekommen endlich ein neues DLC für Jurassic World Evolution 2, und zwar das Cretaceous Predator Pack. Dieses beinhaltet, wie der Name schon sagt, 4 Räuber aus der Kreidezeit. Und da haben wir als allererstes den Concavenator. Den kennen die meisten von euch sicherlich schon. Der ist ja ein sehr, sehr auffälliger Dinosaurier, sage ich mal. Gerade dieses markante Rückensegel ist sehr auffällig. Und ich finde auch diese Körperhaltung von dem sehr, sehr aggressiv und auffällig. Der hat auf jeden Fall eine Menge Wiedererkennungswert. Und ich muss auch persönlich sagen, dass mir die beiden Skins, die wir hier sehen können, richtig gut gefallen. Einmal dieses blau-grün-türkise und dann dieser rötliche im Hintergrund. Und dazu kommen dann auch noch diese bedrohlichen roten Augen. Ich glaube, der wird richtig coole Killer-Animationen haben. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Im Trailer konnten wir den auch schon kurz im Bewegtbild sehen. Und da sieht man, glaube ich, auch schon diese sehr aggressive, nach vorne gebeugte Körperhaltung. Also ich persönlich bin großer Fan von dem Concavenator, muss ich sagen. Und als nächstes bekommen wir ein riesengroßes Hühnchen, nämlich den Gigantoraptor. Ich glaube, der ist richtig, richtig groß. Wenn ihr mal so unten auf diese Strecke da achtet, man weiß ja ungefähr, wie breit die ist. Und die Flügelspannweite von dem geht über diese Strecke halt hinaus. Also der ist breiter von den Flügeln als dieser Tourtruck. Das ist schon echt mächtig. Und von der Höhe ist der auch wirklich riesig. Das seht ihr gleich nochmal ein bisschen besser. Oh, Wahnsinn, da bin ich auch sehr gespannt. Auch eine sehr coole neue Spezies. Hat auch ein cooles Federkleid und wir haben ja auch noch einen zweiten Screenshot. Und hier könnt ihr es nochmal richtig gut erkennen mit der Höhe. Also der ist schon größer als man denkt. Und hat auch sehr schöne bunte Federkleider hier. Bei dem bin ich auch sehr auf die Animation gespannt. Ich hoffe, der arbeitet halt viel mit seinen Klauen, also mit den Händen und den Füßen. Und auch den Gigantoraptor können wir kurz im Bewegtbild sehen. Die dritte neue Spezies ist wirklich mächtig. Das ist der Tarbosaurus. Das ist ja ein riesiger Koloss. Also der ist ja einfach mega breit. Irgendwie sieht das so unproportional aus von dem mächtigen Körper und den, ja, im Verhältnis halt dünnen Beinchen. Der sieht halt wirklich noch bulliger als der Acrocanthosaurus aus. Und das war ja immer schon so ein kleiner Fettsack im Spiel. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob ich davon so überzeugt bin. Ich bin mir bei dem echt noch unsicher. Also der hat mich jetzt nicht direkt überzeugt. Aber vielleicht hat er auch richtig coole Animationen. Vielleicht rollt er einfach alles nieder mit seiner riesigen Masse. Was mir bei dem aber auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt, sind die Stacheln hinten auf dem Rücken und dass der so richtig krass gepanzert aussieht auf dem Rücken. Also der sieht wirklich aus wie so ein lebender Schuppenpanzer. Und ja, der kann sich auch trotz seiner Masse bewegen, das könnt ihr hier sehen. Wenn er sich jetzt hier so bewegt, dann sieht das nicht ganz so schlimm aus wie auf dem Screenshot, also von der Bulligkeit. Aber die Panzerung auf dem Rücken sieht hier noch krasser aus. Könnte vielleicht natürlich auch am Skin liegen. Was ich auch sehr auffällig finde, sind die riesengroßen Augen. Und natürlich diese Höcker über den Augen. Aber der hat wirklich im Verhältnis viel größere Augen als die anderen Fleischfresser, oder? Und die vierte und letzte neue Spezies, das ist der Utahraptor. Das ist für mich tatsächlich die Spezies, auf die ich am wenigsten gespannt bin, weil der halt sehr ähnlich wie der Pyroraptor ist. Sieht ein bisschen bulliger im Gesicht aus, aber hat halt auch so ein ähnliches Federkleid, sage ich mal. Wobei die Farben hier mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen, das muss ich echt sagen. Und ich finde auch, der hat irgendwie größere Augen. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur ein. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Auch diesen können wir schon ganz kurz im Trailer sehen. Und das waren die 4 neuen Spezies aus dem Cretaceous Predator Pack. Da haben wir einmal den Concavenator, den Gigantoraptor, den Tarbosaurus und den Utahraptor. Das Ganze wird am 30.11., also genau in einer Woche, rauskommen und wird um die 10 Euro kosten.
Mich würde mal interessieren, welcher von diesen vier neuen Spezies euer Favorit ist und auf wen ihr euch am meisten freut. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. So, das waren jetzt alle Infos über das neue DLC, was rauskommt. Aber ihr kennt ja das Spiel schon, es kommt immer noch ein kostenloses Update für alle Spieler raus, gleichzeitig mit dem DLC. Und dieses Update hat auch wieder einige neue Inhalte für uns. Als allererstes bekommen wir eine neue Einstellungsmöglichkeit für den Sandkastenmodus, denn man kann jetzt am Anfang auch ein Preset auswählen für bestimmte Karten. Und dann hat man schon zum Beispiel Wege vorgegeben, Gehege vorgegeben oder auch ein paar Gebäude vorgegeben. Das ist halt ganz cool, wenn man nicht in einem komplett leeren Park starten möchte. Diese Presets sind inspiriert aus der Kampagne, dem Challenge-Modus und dem Chaos-Theorie-Leveln. Das heißt, man wird dann vermutlich auch bei Isla Nublar einfach Jurassic World als Preset auswählen können. Und dann hat man da schon so ein bisschen die Grundrisse stehen und kann das Ganze dann vervollständigen. Diese neue Auswahlmöglichkeit wird es auf diesen Karten geben. Und was wir ja schon wussten, ist, dass wir neue Dekorationen für das Spiel bekommen. Hier auf dem Screenshot kann man schon einiges sehen. Da haben wir unter anderem diese weißen Bänke. Dann haben wir hier diese Holzbänke. Die sind auch hier vorne, sieht man die nochmal. Die Blumentöpfe hier sind auch neu. Dann haben wir hier auch so Picknickbänke mit einem Tisch. Und davor auch ein Mülleimer. Also die seht ihr hier, diese silbernen Mülleimer. Außerdem haben wir hier noch solche Liegen. Ich glaube, die Mülleimer hier, die waren schon, oder? Diese grünen. Ich glaube, die waren schon im Spiel. Falls ich da irgendwas Falsches sage, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Ansonsten kann ich jetzt hier nichts Neues erkennen. Oh, warte mal. Doch, das hier ist auch neu, oder? Der Springbrunnen ist neu. So einen hohen Springbrunnen hatten wir noch nie. Also das Ding hier ist auch neu. Aber was mir hier leider direkt auffällt, ist, dass kein Besucher diese Objekte benutzt. Also kein Besucher sitzt auf einer Bank, liegt auf einer Liege. Das lässt mich befürchten, dass diese Bänke und sowas keine Funktion haben. Also sie sind einfach rein optisch. Was ich ein bisschen schade finde. Also wir hatten ja solche Bänke schon durch Mods, zumindest die PC-Spieler. Und deswegen ist es dann halt für mich persönlich jetzt nicht so eine krasse Änderung. Außerdem bekommen wir auch noch zwei neue Funktionen für den Capture-Modus. Man kann nämlich jetzt die Tageszeit einstellen und auch das Wetter. Das heißt, wenn man mal dann eine coole Aufnahme machen will im Regen, kann man einfach Regen einstellen. Und sobald man halt den Capture-Modus wieder verlässt, ist das Wetter auch wieder ganz normal. Also es beeinflusst dann nicht das Wetter im Park. Das ist halt nur für die Aufnahme. Wir bekommen auch ein paar neue Dinosaurier-Varianten. Da haben wir einmal den Allosaurus 2022, den Dimorphodon 2022, den Pteranodon 2001, den Brachiosaurus 2001 und den Stegosaurus 1997. Wir bekommen auch noch eine neue Funktion für die Brutstation. Dort kann man nämlich jetzt eine Zielpopulation von einer bestimmten Spezies auswählen. Also wenn man zum Beispiel 12 Gullies im Gehege haben will, dann kann man dort 12 einstellen. Und dann kann man auch einstellen, dass die automatisch freigelassen werden. Wenn jetzt ein Gully stirbt, gefressen wird oder Altersschwäche oder irgendwas, dann wird automatisch ein neuer freigelassen, damit halt wieder diese Zielpopulation von 12 erreicht wird. Und das waren jetzt erstmal alle Infos, die ich schon rausfinden konnte über das Update 8. Es wird auch noch weitere neue Funktionen geben. Das werden wir dann aber erst am 30. in den Patch Notes erfahren. Da werde ich dann nochmal ein Video machen, wenn da noch wichtige Sachen bei sind, die ich jetzt euch noch nicht gesagt habe. Und ja, falls euch dieses Video gut gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Schreibt auch gerne in die Kommentare, worauf ihr euch mehr freut, das DLC oder das kostenlose Update 8. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.